Ja, easy. So, Bargeld abheben. Da sehe ich. Ey, ohne Witz, das Mad Max Outfit finde ich aber auch geil. Ja, das ist. Oh. Abgelehnt. Abgelehnt, Digga. Oh, halt, warten Sie! Das würde ich, wenn ich in so einem Support bei Wolf von Arbeiter, wenn man schreibt, abgelehnt. Oh. Ja, ja. Oh, der fährt sich geil. Okay. Ja, oh, ein Auto wird sich geil. Ich liebe die Straße. Ja. Ja, man ist immer so geschockt, wenn es denn fährt und dann geschockt, wenn es nicht geht. Es hat immer noch keine gute Fahrphysik, aber der fährt sich wenigstens mal angenehm und nicht irgendwie wie so ein scheiß Panzer, Alter. Hast du mal Just Cause 3 gespielt? Nee, nur den zweiten. Das Spiel eine schreckliche Physik. Ich hab den dritten, aber. Es gibt Missionen. Die sind von der Physik aber abhängig, aber es wird eine schreckliche Physik. Ah, super. Überhaupt nicht gruselig. Good to know. I'm serious. You should toss out your fancy overpriced phone. I can find you through that too. Yeah, look, I feel kind of weird having a conversation like that. Totally. Okay. Ah, ja. We should be using like that Navajo code dialect. Come up for air. I took care of the Deckers. Sure. Let down your guard and suddenly they make it look like you're selling secrets to Mossad and moonlighting as a dominatrix. You've created a big enough disruption for you to move on Matt Miller. But if you want the Deckers gone, like really gone, there's a lot of work to do. All right. I'll hit you up if I need more help. Und das hättest du mir jetzt nicht per Telefon sagen können, den komischen Dialog. Nein. Oh, wo kommt das Auto? Hier ist eine Geldpalette irgendwo. Oh, ein Nuttenboot. Okay, Geldpalette. Doch, top ist ein Nuttenboot. Oh, Nuttenboot kenn ich noch, das war eine witzige Sache. Simos, I need you to tell me how to hit the morning star. Oh Gott. Da fahr ich ein LKW? Zwei SUV oder was? Right now. Damit wir wieder bei der Panzersteigung sind. Never said I would. Hold on a second, Z. Someone's calling. I don't have much time, so listen carefully. There's a container of girls being brought into Steelport by ship to replace the ones Morningstar lost raiding the Saints. I've sent you which ship they're on. Who is this? Ah, das ist doch die eine The Winter Sister, die uns da gerade anruft. Ja, wie Violet und die andere. Doch, Viola, war's richtig. Achso. Z must change a plan. Get pierced. Die nicht gibt pro Frau, genau. Ja, es bricht aber einen schon das Herz, wenn die eine Schwester das Genick gebrochen wird, das verstehe ich. Naja. And once it's ours, the Morningstar sex operation is done. Are you gonna move all the bitches? Dad, just let me worry about that. Now let's go. I want to meet my new employees. Ha! Jetzt mal den Penner das Fängler schenken. Ist der blöd? Kann niemand den. Jetzt wundert wie er Penner wurde. Warum habe ich Simons hinten drauf? Ich hasse diese Mission. Wie die Stück Scheiß. Alter, wo grabst du mir denn da hin? Ich bin gerade komplett zurückgeworfen worden, danke dafür. Soll ich warten auf dich? Ja, ist gut. Oh, Simons, ey. Aber behalte deine Finger bei dir, bitte. Warte mal, geht das, was ich vorhab? Ich hab's damit schon gemacht, das geht auf jeden Fall. Chef, Alter. Naja, geht so. Egal. Was wir machen? Nutten aufmachen. Nuttenkisten aufmachen. Okay. Wo sind die Nutten? Wow. That's a little disturbing. Ah, das geht nicht. Oh, das ist ein Oleg. Thank you, kind stranger. Stay by the guy with the big Z. Au. Er mag dich. Ja, ich wollte Leertaste drücken, aber konnte ich gar nicht. Da freut sich mein Politiker heute. So. Ja. Ja. Wir wissen, was zu tun. More crazy shit. Ja, wir sind doch schon dabei, Mensch. What is wrong with these guys? I was a prisoner so long. Get moving and stay with them. Ich hoffe, wir bekommen bald mal hier unendlich. Oh, Medigun, Oleg. Wo denn? Oh, da. Oben. Hä? Ja, okay. Bist du es? Okay? Darf ja nicht voll. Das wird nicht funktionieren, wenn du da direkt reinläufst. Oh, ich lieg direkt auf dir drauf. Das war sehr schön. Prioritäten sind wieder gesetzt. Yep.
Das war mein Ziel. Er liegt schon. Im Winter wird das erreicht im Leben. Mhm. Ah, Entschuldigung. Gut. Aber sonst wärst du gestorben. Du sind wir zusammen gestorben. Cool. Ja. Sollen wir neben selber reichern? Ich kann mit einem Grab teilen. Kann ich dem Tod noch auf den Sack gehen? Das ist doch witzig. Total. Stay by the guy with the big Z. Come on, baby, follow the Z. Missionen sind so klein, da kann auch mal sterben. Ja, genau, Alter. Ich komme aus dem Minispiel raus und spawn direkt vor mir in Oleg. Spiel, ernsthaft. Eis dich doch mal zusammen. More crazy shit. Wo ist denn die ganzen Fotzen, Oleg, hier, Alter? Der ist oben. Get moving, ja. Stay with them. Oh Gott, die Freundin verloren. In der Hölle, du dumme Sau. Stimmt noch einer hier irgendwo? Ja, ist ja gut, Süße. Der Prinz kommt und rettet dich. Stick with us, you'll be safe. We better load these bitches up before your boy gets here. You want out of here, you get in the crate. Yep. I've been in there so long already. Not the box. Ah, ihr könnt jetzt raus aus der Box. Ja, ich hab ein Spielzeug aufgenommen. I hear him. They got some big firepower laying on those platforms on the side. Munition gesehen, das ist toll. Warum sagst du so spät Bescheid, du Fahrtvogel? Wo hast du denn her? Die habe ich von den Minigunnern gekauft. Bell. Kannst du dann mit der Minigun entgegen? Also, Frage ist nur, wie ich da hinkomme. In den, wo ist auch eine Minigun? Ich im Morgen. Perfekt. Oh, da kommt das gesagt schon. That was easy. Ihr willst du den was im Weg gehen? Ihr, ihr killt meinen Vibe. Also ich wusste nicht, dass kleine Jetskis so viel an der Schüsse aushalten. Ja, schon erstaunlich. Danke. Ja, kein Problem. Oh, die sind aufgestiegen. Great. I'm coming! Ich bin runtergefallen. Ich mit dem Skin haben. Hold them off while I'm coming in. We're on it, Pierce. You think they ain't happy with us? They'll get over it. Ja, easy. Ladies, ladies, was ist denn hier die Schmuck da? Hat noch genug für beide, mit theoretisch. Und tschüss. Mach ich den noch und dann ist gut. Da ist noch einer da hinten. Da jetzt nicht. Ist aber zu niedrig. Aber sag jetzt nicht, wir sind mit dem Wellenkampf jetzt fertig. Wahrscheinlich. Ups. Wäre der Minigun Oleg nicht gewesen, ne? Hätten wir die First Strike kurz geschafft. Na. War die so leicht? Anscheinend. Jetzt sieht so geil aus. Ja, wir. Oh, ich kann schon mal. Warte mal. Schau, ich mal nehme ich. So? Ja. Ja, geil. Mega gut. Oh, da. Achso, ist unterer. Mhm. Erstmal den eigenen Heli abschießen. Aber es ist mir schon passiert, dass ich ein bisschen Mission gefällt habe. Dazu stehe ich aber auch mit meinem Namen. Die eine Note. Ja. Lass dich nicht hängen, ne? Oh, mit dem Soundtrack, geil. Achso, er hat, Stinger. Ja, ich sehe gerade. Mich immer geil. Das sehe ich. Geil, Alter. Ja, komm mal, solche Missionen sind es halt die ganze Zeit so lieber, Alter. Ja, also. Einfach nur die volle Ladung Action, Alter. Ja, muss dazu sagen, die Aktivitäten sind hier wirklich voll freiwillig, ne? Außer die man in Hauptmissionen machen muss. Ja, ja.
Aber wäre halt schön, wenn die trotzdem besser designt werden. In Saints Row 4 machen die zum Beispiel richtig Spaß. Also so coole Superhelden-Sachen. Ah, mit der Mucke dazu, voll gut. Junge, wie langsam fliegt die also ja so einem kleinen Heli? Naja, trotzdem fliegt man schneller. Echt? Nice. Das Einzige, was die KI gut kann, ist, wenn sie einen gezielten Weg hat und den ablaufen muss, den geskripteten. Dann das ist sogar auch in Saints Row 4 sind wir ja quasi in der Matrix. Da hätte ich das Auto dann nicht tragen müssen. Egal, das mache ich dann nochmal. Stimmt. Würde Vater noch machen. Ich passe mir so einen richtigen Neo, Alter. Spielst du denn eine Frau oder einen Mann? Oder willst du Trinity oder eine Neo? Ja, eigentlich kannst du ja Neo spielen, dann bin ich Trinity wieder. Boah, das war ein Hit. Das wird auch ein Hit, ist das Spiel abgestürzt. Ah, cool. Ich kann mir die ganze Ich hatte schon mal Internet wäre wieder, aber das ist mir gefallen, nee, kann eigentlich nicht mehr sein. Ist auch ein Hit. Na gut, bis gleich. So, es geht weiter. Ihr habt das Spiel abgestürzt, aber wir müssen jetzt auch noch zurückfliegen. Also, auf der Heli. Halt die Fresse, Simos. Das war schon ein bisschen... Bestimmt wären noch ein Millimeter gewesen. Und dann hätten wir es geschafft, ein Meter oder so. Lass sie nicht hängen, Süße, ne? Keep us close to Pierce. You got it. So. Are those rockets? Get them off me. Just keep going. I'll take care of them. Allein jetzt, wo man ihn weg von ihm halten. Ich hab so Bock, den abzuschießen. Mhm. So. Ja. Jetzt ist aber gegen den Pfosten gefahren, das ist ein Trottel. Mission gescheitert. Schon wieder abgestürzt. Hä? Lol. Und wieder. Gut. Nochmal zum dritten Mal. Macht ja viel Spaß, ja? Ja. Zweimal in Folge abgestürzt. Also. Da werden in der Mission wir haben es ja jetzt über die Spieldaten gemacht. Also hoffe ich mal. Dass es jetzt klappt. Ansonsten verbrenne ich ja alles. Bei manchen funktioniert die Mission aber auch nur, wenn man DirectX 9 aktiviert. Das ist die einzige Mission, wo es nur auf DirectX 9 funktioniert bei manchen. Also, das wäre witzig. Also natürlich jetzt auch umgeschlossen, wenn es jetzt wieder crasht, wissen wir, dann muss Paris auf DirectX 9 chillen. Vielleicht aber nur für eine Mission, damit wir es dann wieder umstellen. Die Nutzer hängt ja immer noch dran, Alter. Aber ich glaube, jetzt geht das, jetzt bist du im Urin. Ich hoffe. Und mein Urin mit nie. Nicht mit meinem HIV-Test? Auch nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr löblich. Lässt sich, du Vogel. Ich glaube, es geht, oder? Ich glaube, so weit waren wir noch nie. Ne, wir waren eben auch schon so weit. Nein, waren wir nicht. Also, aber das hat er nicht gesagt. Nicht, wir verschwenden in die Sonne. Das hat er nicht gesagt. Also, bei mir hat er das auch gezeigt, doch, doch. Bei mir nicht. Es funktioniert. Okay, das ist aber schon mal gut. So, es funktioniert. Hab ich doch recht gehabt. Aber es ist so geil, dass manche in dort. Oh. Oh, klar, bei dem haben wir ihn auch schon. Den hab ich ihm auch schon weggejagt. Nein, das war anders. Und tschüss. Ja, so weit wie jetzt haben wir noch nicht. Ja. Oh, fuck. Das ist aber richtig wild. Aber damals waren die Spiele ja so viel besser und haben alle fertig programmiert.
Ja. Ja, wie gesagt, das ist halt der Teil von Saints Row, den ich eigentlich liebe, ne? Weil das halt so schön actionreich ist. Aber es ist halt, wäre natürlich noch geiler, wenn es auch wirklich funktionieren würde. Aber vielleicht ja jetzt. Ich glaube auch deswegen hat Saints Row sich als Marke auch nie wirklich durchsetzen können, weil die Krankheiten begannen ja bei. Ab 3 ja, glaube ich, so ungefähr. Ja, genau. Ah, ne Sniper habe ich nicht, okay, gar nicht. Ich will den ganz hier wegsnappeln da oben. Ich kann meine Rakete nicht mehr so weit drehen. Absolut logisch, klar, weil er kann auch nicht snipern. Oh, oh. Au, oh, der ist voll mit dem Kopf aufgelandet. Ja, okay. Es waren die 13 Megabyte, ey, die alles verändert haben. You have something that belongs to me. Who is this? Someone who's willing to bargain. Bring the girls back to the Morningstar and I'll pay you. Ah, das ist Matt Miller. Nein. That's all I'm asking. Ey, fühl ich nicht. Wir versenken die Noten. Nee, wir hören nicht auf die. Lieber versenke ich sie, als sie dir zu geben, Matt Miller. Wo müssen wir nicht hin? Lila, müssen wir ja. Aber kriegen wir eine höhere stündliche Bargeldeinnahmen, das ist ja mega gut. Ja, was soll denn mit dem Pauschalpreis? Du alter Sack. Es ist viel lustiger, Killbane zu mobben, als ihm was zu schenken. Wir haben einen famous Steelport Pimp, wenn wir ihn nicht benutzen. Die Girls sind all yours, Z. Put them to good use. Warum schießen die auf uns? Ja, die wollen die Noten wieder haben. What the hell are you thinking, Maddie? It just seemed like a waste to lose all those girls. I am the general. I'm the czar. I'm the walking apocalypse. And I make the decisions, not you. My bad, mate. So what happens now? Ah, we buckle down. We focus. We don't do a run-in. We hit him with a Montreal screwdrop. Yeah. Yeah. Montreal screwdrop is sehr geil. That's it. Now listen up. My esteemed colleagues, the time is now. We have deployed Stag to Steelport. Oh. Ganz witzig, wo er gerade den Montreal Screwjob erwähnt hat, das ist natürlich eine Wrestling-Anspielung, weil der ja Wrestler ist. Stündig einer von $1000, nice. Und zwar war das so, Wrestling ist ja, das, die Kämpfe sind da normalerweise abgesprochen. Und das war halt 1997 halt ein Kampf. Der am Ende durch den Boss der ganzen Wrestling-Company, Vince McMahon, anders beendet wurde als ursprünglich abgesprochen. Und der Typ ist im Backstage bald an die Gurgel gegangen dafür, weil er halt in seiner Heimatstadt seinen Titel verloren hat, deswegen. Und das nannte man Montreal Screwjob, also quasi so Beschiss von Montreal, wenn man das so ganz frei übersetzen will. Ah, das ist natürlich, ja, das ist natürlich doof, ja. Nice. So, ich guck mal eben. Ja, es gibt wieder Bargeld. Perfekt. Und ich bin auch Level Up. Ja, mit Wrestling kenne ich mich ja gar nicht aus. Ich habe nie. Doch, ich hab ein bisschen Wrestling schon mal gesehen, aber schon lang, lang her. Ja, dafür bin ich ja da. kein Puppenflug. Explosion. Perfekt. Das brauche ich unbedingt. So. Und ein paar Geschäfte kaufen. Auf geschäftekaufen.de. Stimmt, eigentlich müsste ich mal so eine kleine Tour durch die Stadt machen, mal so ein paar Sachen, ein paar Läden kaufen. Hier, geben Sie mir mal Ihr Motorrad, ich brauche das. Stanley, Leute, wir machen hier Speedrun. Wir machen jetzt Speedrun. Ganze Stadt kaufen hier, let's go. Habe ich hier unten schon alles? Oh ne, da hinten ist ein Planet Saints, den wir noch nicht gehört. Ja, 500% aller Sammelbitte gefunden, das mehr als letztes Mal, nice. Siehst du mal. Ich habe leider nicht mehr viel Geld, weil ich mir die Sprinterhöhung noch gekauft habe. Ja, ja, ist bei mir auch so. Ich glaube, die Sammelobjekte werde ich nochmal holen, wenn ich hier diesen kleinen, dieses kleine Flugding von Stack habe. Dieser Flugscooter, der ist mega nice. Damit kommt man überall richtig gut hin.
Nein, geil. Und hier haben wir. Okay, 5000 bestimmt, ne? Genau. Ja, Gebäude sind ja mal ein Tausender. Weil daran merkt man jetzt halt. 10.000. Okay, das ist aber auch Joe Cola Factory, mein gut Cola. Cola Fabrik ist natürlich ein bisschen teurer, das ist klar. Wenigstens ist das halbwegs realistisch, ne? Nicht so ein 10. Geil. Ich überfahre so einen so Typen und krieg danach erstmal 350 von 500 knapp verfehlt. Also knapp verfehlt habe ich den jetzt eigentlich eher nicht, aber na gut. Ah. Das Spiel ist magnetisch, finde ich gut. Wo sind die denn? Da. Ich hab grad noch wirklich einen Arsch voll, gell? Da kann ich ihn auch ruhig mal auf den Kopf hauen. Ich hab auch gute Bandnavigation gemacht. Ah, sehr gut. Ah, cool. Und aus irgendeinem Grund habe ich. Achso, ja klar, logisch habe ich 3 Sterne, weil du ja die Idioten gerade angestachelt hast. Gut, dann. Gehen die auch immer mal so weg? Ja, ne? Das dauert noch ein bisschen, ne? Naja, wenn du aus der Sichtweite von denen bist, aber das bin ich nun mal gerade nicht, deswegen klappt das bei mir nicht. Weil ich ja mitten in der Walachei gerade stand, als du die in Luft gejagt hast. Jetzt habe ich die am Sack. Ein bisschen ungünstig jetzt. Das ist, ist Berufsrisiko. Wo da ist Berufsrisiko? Warte mal, ich muss mal hier. Ich fahr mal zum Waffenladen, musst du aber auch in einen Laden reingehen. Ich bin in meinem Laden. Okay. Ich bin Profi. Nee, ja, nee. Oh, verpiss dich, Bullensau. Oh, verpiss dich, hab ich gesagt. Komm, hörst du noch eine Kurve, da hast du es geschafft. Siehste. Die fette Fresse. Also, ich bin hier im Studio. Hier im du bist ein stinkender Fickspech, bist du. Oh, ich weiß genau, an dieser Straßenecke hier habe ich ein Sensor 4 damals die Singularitätskanone die ganze Zeit benutzt. Ich weiß nicht mal, warum ich gerade das noch so genau weiß, aber es ist so. Haben wir Munition gekauft bei der Gelegenheit. Ich darf jetzt wieder in Ruhe. Ich krieg später Geld, cool. Ich sehe schon, du freust dich sehr auf Sensor 4. Ich freue mich extrem auf Sensor 4, ja. Aber wo bin ich gerade? Bin ich hier oben? Ich bin an der Ecke, ja, da unten muss ich wieder hin. Ich möchte den Motorrad haben. Okay, zum Dank werde ich überfahren. Danke, 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 eh. Ah, man kann einfach drüber fahren über die Drogenpakete. Achso. Ja, das geht. Das Motorrad ist wesentlich schnell. Ja, also, ich schätze mal, würde ich jetzt maximal eine Session und dann sind wir 10 zu der 4 fertig. Das, denke ich ehrlich gesagt auch, ja. Also, viel ist es halt. Die Geldpalette hier. Ah, hier. Ja, das ist halt voll krass. Aber ich glaube, das Central 4 lief ein bisschen besser, ne? Die Erfahrung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sah auch ein bisschen besser aus. Ja, ja. Also es lief bei weitem nicht perfekt, aber es lief deutlich besser als The Third. Ach, da freue ich mich sehr drauf. Das wird bestimmt ein Heidenspaß, das Spiel. Ja, das wird super, super geil. Und das wird dann auch bei mir kommen. Oh cool, ich flieg erstmal wieder. Und hier Get Out of Hell war auch geil. Obwohl Get Out of Hell war auch cool. Das war auch relativ kurz. Ja, ja, das ist ja. Das war wirklich nicht allzu lang, aber spaßig gewesen. Hatten wir es nicht sogar mal einen Abend oder zwei Abenden durchbekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Boah, ich glaube an zwei. Aber es ist sehr, sehr überschaubar vom Umfang her. Ich meine, jetzt sind wir aber irgendwie schneller geworden und noch besser geworden als damals. Ich kann mir vorstellen. Ist das. Ja. Sogar wirklich so eine große Soccer-Session. Ja, würde mich nicht wundern. Also,
Das ist ja, guck mal, vor allem, wie gesagt, ich habe ja damals immer mit irgendeinem Bottleneck gespielt. Also entweder war es mein Internet oder es war der PC oder beides, aber meistens vor allem der PC. Und das habe ich jetzt halt nicht mehr. Allein dadurch wird das schon viel einfacher werden, weil gefühlt habe ich ja immer nur für einen halben Spieler mitspielen können, so, weißt du? Ja. Muss man auch mal so ehrlich sagen. Ich möchte nicht installieren, lass mich in Ruhe. Danke. Aber im 10.04 muss ich das sagen, kann ich mich am wenigsten nennen. Echt, ja? Ja. Oh, ich hatte noch sehr, sehr vieles im Hinterkopf. Allein schon mit den ganzen Superkräften, die sind ja sowas von geil. Gameplay-mäßig haben sie das so gut gemacht. Nachher hat man den endlich bekommen. Ja. Ich fand die Story in Saints Row 3 tatsächlich besser, muss ich sagen. Die in Saints Row 4 schon sehr absurd und sehr abwegig, aber trotzdem halt ganz witzig. Aber das Gameplay ist halt so geil in 4. Ja, und was im 4 doof war, sie teils so Tutorial-Missionen als Hauptmission genommen haben, dass es sehr einige davon gibt. Also, ja, das stimmt. So komische kleine Kack da und. Ja, ich weiß, was du meinst. So, damit müsste ich hier. Ich habe alles gekauft, wir brauchen noch die Bandenoperation. So, das haben wir auch. Da ist noch ein Laden. Mal ein bisschen den Einfluss in der Stadt erhöhen hier, ey. Müssen auch zu den Prozent dazu zählen, ne? Ja. Das ist ja, ja das zählt ja auch dazu. Das heißt, wir. Das heißt, das können ja gar nicht mehr so viele Missionen sein. Wollte ich eigentlich auch gerade sagen, ja. Ich meine, Nuttenboot, jetzt ist ja das mit dem Wrestling. Ich meine, das ist ja, Stack kommt jetzt. Genau. Das ist ja schon dann müssen wir noch Matt Miller besiegen. Das ist noch das eine Ding in dem Atomkraftwerk, die eine fette Mission, das weiß ich noch. Die war auch richtig geil. Ja, ich glaube, es waren aber auch nur 3-4 Missionen. Ich glaube, ja, das war nicht so super viel. Oh. Und die hat jetzt ja nur lange gedauert, weil die dauert 300 abgestürzt ist, gefühlt. Ja, richtig. Das war eine 5-Minuten-Mission. Ansonsten, ja, genau. Also die war ja an sich jetzt auch nicht wahnsinnig umfangreich. Ja, also wie gesagt, wir kommen schon sehr, sehr gut voran. Wie viel kostet der Laden hier? 100? Lol, das haben sie wahrscheinlich 0 vergessen. Soll mir recht sein. Einfach 100, ne? Einfach 100 Dollar, ohne Scheiß. Der ist 1000, aber nee, es waren einfach nur 100. Keine Ahnung warum, aber... Es gab auch mal einen Praktikanten, da kam Uncharted 4 neu raus, ne? Ja. Und ein Laden, da hat der Praktikant aber nicht 70 Euro draus gemacht, sondern 7 Euro. Hat also 7,0 geschrieben. Ja, also ja. Hingelaufen und haben es gekauft. Das erinnert mich damals, als sie an der Tankstelle mal so einen Fehler gehabt haben. Da hatte das Benzin auch irgendwie nur 16 Cent oder so gekostet. Die sind natürlich komplett ausgetickt, die Leute. Ein Ferntreffen hier noch. Ah. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, auch schon 8 oder so dann, glaube ich. Ja, also das ist natürlich. Obwohl ich mich auch frage, warum jetzt dann Praktikanten sowas machen. Also das würde ich nur Praktikanten will. Also, oder. Weil es eigentlich keine schwierige Aufgabe ist. Ist dann natürlich der Praktikant ist unaufmerksam oder dumm wie Scheiße. Oder beides. Oder hat es so gemacht, ja, dann klicke ich das kurz zusammen und dann. Ja. Oder er wollte reintrollen, das kann natürlich auch sein. Aber das weiß halt vorher nicht. Ah. Du hast nicht. Ich hab nicht genug Geld? 50.000? Okay. Was kostet 50.000? Die Werft oder was? Die Wesley Cutter International. Okay. Ah ja. Das klingt wie Flughafen, wahrscheinlich ist er deswegen so teuer. Na gut, beim Flughafen geht's aber noch. Oh fuck. Oh. Ein Domizil zum Verkauf. Ja. Ich möchte gerne diese Geldplatte haben. Ein dummes haben, Ziel ist im Verkauf. Gut, dann hol ich mir ein dummes Ziel. Okay, die Geldplatte auch schon 8 von 20. Läuft. Geht durch? Ja, sehr gut. Verdammt, ich hab keine 50.000. Ja, würde ich nicht 50.000 mitnehmen. Na gut, muss einfach warten, bis wieder das Bargeld reingeschallert kommt von den stündlichen Einnahmen, ne? Ja. Mein Motorrad sieht echt nicht mehr so gesund aus. Ich glaube, der fliegt mir gleich um die Ohren. Das hatte ich ja damals bei Essence wieder auch mal so gemacht, in Rom alles billiger aufgekauft und dadurch hat er das ganze Geld nachher gehabt. Teure. Ja. Man muss halt investieren, um zu akkumulieren. So funktioniert das nämlich. Ah, ja. Oh, oh. Ah, hier. Die Werft, die ist bestimmt auch scheiße teuer. Guck mal, was der Spaß hier kostet. 6.000 nur, ja, okay, ja dann.
Dann habe ich nichts gesagt. So, das haben wir auch alles fertig, so wie es aussieht. Ah, Wesley Cutter International. Ah, ich sehe das Ding gerade. Ja, dann kaufen wir uns den noch mal. Hast du noch 50.000? Ja, ich habe noch 87k. Ich habe gut gespart auf jeden Fall. Oh, oh, oh. Ich habe mein Geld nicht für Craig ausgegeben. Was? Ich habe wieder eins gefunden. Was denn? Ein Bandenkrieg. Oh nein, Paris, nicht. Wenn du das machst, dann habe ich nichts davon. Ich stehe immer nur dumm rum und dann habe ich wieder 3 Sterne. Zwei. Oh, ernsthaft? Jetzt kann ich mich wieder nach dem Laden und so. Oh, jetzt spawnen die wieder und ich pack mich auf die Fresse. Oh Mann, Alter. Mach es nicht. Ist doch schon erledigt. Ja, aber jetzt muss ich mir wieder einen Laden suchen und ich bin gerade mitten in der Walachei hier. Ich hol dich ab. Ich hab ein Taxi, ich hol dich ab. Deine Mutter hat ein Taxi. Nee, ich will nicht abgeholt werden. Ich gehe jetzt in diese scheiß Werkstatt da rein, dann kannst du mich mal am Arsch lecken. Dann hör auf, ihr scheiß Morgensteinpisser, verpisst euch gefälligst. Ich will nicht erschossen werden. Stink nach Kot. Ich will nicht erschossen werden. Ja, dann siehst du, dass du in den Laden reingehst. Tut auch. Ja, los. Ich bin da mitten in der Walachei gerade irgendwo. Ach Mensch, du auch, ja, hm. Ja. Ja, ich habe nie gedacht, dass meine Ideen gut sind. Das habe ich ja nie von mir behauptet. So. Wenn es mal nicht die Konsequenzen der eigenen Taten sind. Ah, hat sich in 10 Sekunden selbst erledigt. Ich habe, Hast du fein gemacht, Willi. Danke. Alter, wie ich tot bin. Mein Bein ist einfach in der Straße. Kein Mitleid. Das sieht so geil aus. Mein Bein ist in der Straße. Dafür habe ich ein Gangversteck. Alles gelohnt.